Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Syberia. Und es ist ja jetzt seit der letzten Folge schon ewige Zeit vergangen. Und im letzten Part haben wir uns ja hier mit diesem hässlichen Automaten ewig hier rumgeplagt. Und ich hatte danach noch eine halbe Stunde weiter experimentiert und so weiter. Und da hatte ich natürlich die 1210 die ganze Zeit eingegeben für die Romanski. Und die war... wohl nicht. Genau, Käthe. Die war nämlich falsch. Das war eigentlich die 1207, meine ich doch. Oder die 1270. Das funktioniert. Dann machen wir nochmal die 12. Achso, dann müssen wir erstmal hier zurücksetzen. Dann war es die 1270. Verflixt nochmal. Das funktioniert nicht. Genau das habe ich auch gedacht. Genau, und an diesem Punkt war ich gewesen und es ging und ging nicht weiter. Und dann schauen wir jetzt mal, was es hier noch so gibt. Hier mit ihm haben wir ja gesprochen, er hilft uns jetzt absolut nicht weiter und ich habe da noch ewige Zahlenkolonnen durchprobiert. Was ich allerdings nie probiert hatte, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ob wir hier wieder vorne zum freundlichen Hotelpersonal kommen oder... Ja, war die falsche Richtung. Denn wir haben ja hier dieses ganze Bad uns noch überhaupt nicht angeguckt. Da hängen schon die Eiszapfen von der Decke. Mal schauen. Und jetzt sitzen hier plötzlich zwei Menschen. Ein Dicker und ein Belgier wahrscheinlich. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Vielleicht sollte ich doch meine Königin, es sei denn... Ich weiß, dass ich Sie ein wenig störe, aber... Nein. Dann bin ich in zwei Zügen matt. Vielleicht doch eher der Läufer. Auf den Läufer kann man sich immer verlassen. Also gut, dann will ich Sie mal nicht weiter stören. So, und die beiden spielen offensichtlich eine angeregte Partie Schach. Dann wollen wir hier gar nicht weiter stören. Was können wir denn hier machen? Hier haben wir ein Wasserbecken. Da hatte ich mal irgendwann offscreen, glaube ich, hinten an dem Rädchen gedreht. Das habe ich nochmal gedreht. Also es sieht so aus, als könnten wir hier irgendwas kochen. Vielleicht den Wodka. Na gut, das hilft uns hier eigentlich absolut nicht weiter. Ich drehe nochmal, dann wird es wieder an. Also das brodelt dann nur und man... Ich denke, die Käthe wird hier was einlegen müssen. Aber noch von der Seife? Nee. Gut, dann müssen wir mal gucken, was hiermit passiert. So. Irgendwie müsste man versuchen, hier die Aufmerksamkeit der beiden Schachfiguren zu erreichen. Aber jetzt ist hier... Ah, und jetzt ist der Bewohnerbereich offen. Und wir schleichen uns schnell mal rein. So, da liegt ja hier schon mal direkt so ein Zettel. Ja, erstmal hier. Hotel Kronski, Kundenkarte, Kundennummer Kurgast 0968. Die merken wir uns mal. Gucken, was hier sonst noch gibt. Das war's, glaube ich. Das ist ja blöd. Ah, dann tippen wir jetzt mal diese Nummer ein. Geht's hier noch weiter? Weiß ich gar nicht. Ah ja, hier hatte ich... Genau. Ich habe ja hier diese Kristallschale. Die habe ich hier weggenommen. Die Wodkaflasche habe ich, glaube ich, schon länger. Vielleicht können wir das den... Weiß ich nicht, vielleicht noch ein Dings, dann könnte man das den beiden anbieten? Nee. Gut. Dann probieren wir jetzt mal die 0968, ob es damit weitergeht. Aber das ist auch blöd, ich habe da Ewigkeiten da rumgestanden und war aber auch nie wieder in diesem Bildschirm hier von dem Badezimmer. Ich hoffe, das geht jetzt. Mal gucken. Wahrscheinlich dürfen nur Kurgäste raus und wenn einer draußen ist, kommt er nicht mehr rein. Ah. Ja, wunderbar. Dann gehen wir doch mal hier. Oh Gott. Wir brauchen jetzt nicht wirklich eine Gasmaske. Das sieht ja hier auch schon sehr... Doch. Ja, so kann man sich erholen. Man geht mit der Gasmaske raus. Herrlich. Ein Traum. Es gibt auch einen wunderbaren Teint. Eine schöne Gesichtsfarbe. Mhm. War da noch was? Nee. Ja, klasse. Und es ist 3 Uhr mittags laut der Uhr hier, aber es ist trotzdem eine surreale Schönheit, möchte ich sagen.
Hier ist ein altes Schiff. Ja, das Meer ist immer weiter zurückgegangen, ist immer weiter am Zurückgehen, das Schwarze Meer. Und so, dass hier von dem einstigen Steg auf dem Wasser nur noch, ja, dieser traurige Rest übrig bleibt. Ich gehe mal weiter, das scheint Helena Romanski zu sein. Ich möchte aber erstmal gucken, was hier drüben gibt. Denn ich will nicht nochmal was verpassen. Und hier kommen wir direkt zu einem Bootssteg. Gut, den müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Ja, und dann die frische Luft genießen durch den Maskenfilter. Das ist auf jeden Fall ein Traum. Jeder, der schon mal eine Maske auf hat, weiß, wie gut die Luft riecht. Nämlich gar nicht. Frau Romanski? Frau Helena Romanski? Aber wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Entschuldigen Sie die Störung, gnädige Frau. Ich heiße Kate Walker. Frank Malkovich gab mir Ihre Adresse. Malkovich, dieser alte Gauner. Sind Sie mit ihm verwandt? Nicht wirklich. Bald. Er ist nur ein guter Freund meiner Mutter. Er hat mir gesagt, dass ich Sie hier in Aralbad finden könnte. Ich bin Amerikanerin, Anwältin. Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Wenn Sie von so weit wegkommen, muss es wohl etwas Wichtiges sein. In der Tat. Ich hätte Sie gern in einer komplizierten und dringenden Angelegenheit gesprochen. Ich komme gerade aus... Später, mein Kind, später. Meine Migräne meldet sich. Diese Masken sind wirklich entsetzlich unbequem. Ich muss zurück ins Hotel. Würden Sie bitte meinen Diener rufen? Ihren Diener? Natürlich. Okay. Ja, der olle Diener wollte aber unter gar keinen Umständen die Hütte verlassen. Und wer kommt hier? Sie hier! Wie konnten Sie es wagen? Verlassen Sie diesen Ort umgehend! Ich bitte Sie, ich musste unbedingt Frau Ro... Frau Romanski, bitte entschuldigen Sie. Diese Frau ist ohne Erlaubnis hier eingedrungen. Aber das wird nicht wieder vorkommen. Ich werde Sie sofort nach draußen befördern. Ich hoffe, sie hat Sie nicht zu sehr belästigt. Lassen Sie es gut sein, mein lieber Felix. Es ist alles in Ordnung. Diese junge Frau ist mein Gast. Ihr Gast? Aber das ist unmöglich. Dieses Frauenzimmer kannte sie doch vor einigen Stunden noch gar nicht. Schweigen Sie, Felix, bevor Sie sich zu Beleidigungen hinreißen lassen. Frau Romanski, lassen Sie mich Ihnen trotzdem sagen, dass die Person vorhin versucht hat, den Springbrunnen zu sabotieren. Jetzt ist es aber genug. Ich wünsche, dass Fräulein Walker wie meine Freundin behandelt wird. Habe ich mich klar ausgedrückt, Herr Smittermann? Sehr klar, Frau Romanski. Ich möchte Sie bitten, mich vielmals zu entschuldigen. Schon gut, Felix. Sie können jetzt gehen. Wirst du dich vom Acker machen? So, da wackelt er weg. Wie ein beleidigter Pinguin. Gut, dann aktivieren wir jetzt mal den kooperativen Diener-Roboter. Das Stück. Und auch hier herrlich gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Hintergründe, ob das handgemalt ist. Ich glaube nicht, dafür ist es zu symmetrisch. Aber es sieht aus wie gemalt. Das reicht mir ja schon. Die Vorstellung allein genügt. Und damit gehen wir auch wieder zurück. Gasmaske bitte aus. Es war mir klar. Ich will gar nicht wissen, was sonst für ein Satz gekommen wäre. Ich muss aber erst noch die Maske ausziehen. Das klappt so nicht. Kennen wir ja bereits. Nein, wir machen es mal nur so. So, da vorne ist auch schon der Diener-Roboter. Mal gucken, was jetzt hier abgeht. Guten Tag. So. Guten Tag, Fräulein. Hallo, Rusty. Kennen Sie Frau Romanski gut? Ich stehe seit meiner Herstellung in... Dann müssen Sie ja viel... So lange... Und das jetzt nicht, Mission. Ich suche eine Frau Romanski... Zwischen 15... Denken Sie, ich könnte... Ganz wie... Hilfe. Hören Sie mich zu Frau Rom... Nein. Ja. Frau... Bitte, können Sie nicht eine Aus... Nein. Aber... Ich sollte doch jetzt den Dings aktivieren. Kennen Helena. Sie Frau Rom... Ich... So lange liegt meine Herstellung noch nicht. Ich gehe jetzt, James. Es wäre... Wir sollten noch den Diener rufen. Das ist doch der Diener. Hier müssen wir bestimmt auch gleich noch was mitmachen. Vielleicht müssen wir doch die Maske auflassen.
Also nochmal zurück zur Tante Helena. Es geht schon wieder gut los. Einen Schritt weiter. So, komm, Maske an, Abfahrt. Dass die Hütte das überhaupt aushält. Ich meine, wenn die Leute hier schon mit der Maske draußen rumrennen. Aber das könnte natürlich auch einfach zu diesem Steampunk-Genre, was es ja ist, wie ich mich habe aufklären lassen, gehören. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Da vorne sitzt sie schon, finde ich auch schön. Man sieht die Person trotz der uralt Grafik dann doch auf sehr weite Distanz. Moment. Ich habe es, glaube ich, eben selbst gesehen. Hier ist eine Bimmel. Ne? Fügt sich hier nahtlos in das Landschaftsbild ein. So. Mal schön geschellt. Reden wir nochmal mit ihr. Was ist denn nun? Kommt James. Sagen Sie mir nur nicht, Sie hätten ihn noch nicht gerufen. Mein armer Kopf. Leiten Sie noch meinen Diener bitte. Okay, geläutet haben wir. Jetzt gehen wir mal gucken, was los ist. Ist er vielleicht abgeplumpst? Wir läuten einfach nochmal. Vielleicht muss man mehrmals läuten. Bevor ich jetzt noch viermal hier hin und her renne, ich läute einfach nochmal. Weil sie hat uns ja eben erst gesagt, dass geläutet werden soll. Jetzt haben wir geläutet. Ja, James wird sich auch für Helena Romanski hier nicht der zerstörerischen Salzluft aussetzen wollen, wie es aussieht. Na, bin ich ja froh, dass wir unseren Oscar mit abenden Händen irgendwo in Bagdad Süd stehen gelassen haben, hier in Aralbad. Ach, hier ist noch eine Bimmel, Moment. Wahrscheinlich müssen wir ihn mit der Bimmel von Bimmel zu Bimmel leiten. Eben erst gesehen. Ach, die ist kaputt. Das funktioniert wohl nicht. Das klappt so nicht, da hast du recht, Käthe. Wir müssen also irgendwie eine Bimmel improvisieren. Vielleicht können wir die andere davon abbauen. War ja klar, dass das nicht so einfach wird. Vielleicht können wir auch so eine Schiffsglocke hier nehmen. Nur macht's halt Dong. Statt Bimmelimmelim. Die hat auch schon so eine andere Farbe. Das ist wahrscheinlich extra so, um sie als wiederverwendbare Textur zu kennzeichnen. Es geht. Ich muss an dieser Stelle anmerken, ich habe wirklich nicht in eine Lösung oder so geschaut. Weil das plötzlich so flüssig läuft, ne? Nicht, dass da einer denkt jetzt hier... Nee, nee. So, die Glocke hier mal. Mal hier ran. Hopp. So, dann mal da... Und jetzt mal so. Wahrscheinlich müssen wir die Glocke auch mitnehmen, wie gesagt. Ich habe mir da schon so in der letzten Sekunde Gedanken gemacht. Klappt das jetzt? Was ist da los? Halt. Ich nehme die Glocke gleich wieder mit. Da geht nicht mehr. Also die ist jetzt hier fest. Mal gespannt, wo James, der Roboterdiener, bleibt. Oh, sie geht mit Maske rein. Nein, okay. Aber sie zieht sie von selbst aus. Das finde ich natürlich noch besser. Bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Okay, wir sollen... Bringt nichts. Schwachsinn. Käse, Käthe. James, worauf warten Sie denn? Sagen Sie mir nicht, Sie hätten die Glocke schon wieder nicht gehört. In der Tat, die Glocke hat geläutet. Es ist sehr windig, nicht wahr? Ja, es pfeift ordentlich. Warum? Frau Romanski will das nicht verstehen. Sie sagt, dass ein Automat keinen Schutz braucht. Aber mein Organismus verträgt die salzige Brise nicht mehr. Ich wage mich nicht nach draußen.
Und wenn ich Ihnen meine Salzmaske leihe, wäre Ihnen das eine Erleichterung? Ganz bestimmt. Mir war jetzt nicht bewusst, dass James atmen muss. Und, naja, gut, wenigstens beschwert er sich nicht, dass er noch, sonst nicht, dass die Kate sich aussieht. Denn... Kate, und? Hast du die berühmte Helena getroffen? Kate. Ich muss immer an Frau Klör denken. Hallo, Mama. Ja, ich habe sie getroffen. Sie lebt tatsächlich in Aralbad. Sag Frank noch einmal vielen Dank. Das werde ich tun. Wie ist es in Aralbad? Wer weiß, vielleicht wird Frank mich ja einmal dorthin entführen. Weißt du, Mama, dieser Kurort ist nicht mehr das, was er einmal war. Du wärst sicherlich enttäuscht. Vielleicht hast du recht. Dann bist du jetzt also fertig? Kommst du bald zurück? Ist deine Mission beendet? Nicht ganz, Mama. Ich habe immer noch nicht den Erben gefunden, mit dem ich die Angelegenheit regeln muss. Helena Romanski ist, wie soll ich sagen, eine Art Umweg. Jetzt hör mal zu, mein Kind. Ich habe das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Du solltest zurückkommen und deinem Boss erklären, dass es diesen Erben gar nicht oder nicht mehr gibt. Du hast schon viel zu viel gemacht. Soll ich ihn für dich anrufen? Mama, misch dich da bitte nicht ein. Ich will Hans Vorarlberg finden für meinen Kunden ebenso wie für mich selbst. Du bist genauso dickköpfig wie dein Vater. Aber sag hinterher nicht, du hättest besser auf deine Mutter gehört. Versprochen, Mama. Ja, Frau Klör, also Mama ist ja schon besser. Ah. So, da ist Helena Romanski. Ah, wird so hochgehoben, schön. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen, Frau Romanski. Ich habe viel von Ihnen gehört. Man redet also heute noch von mir? Natürlich. Ihr Name wird allseits hoch gelobt. Sie sind eine der größten Sängerinnen dieses Jahrhunderts. Oh, Schleim. Ich war, mein Kind, ich war. Welches ist nun also der Grund für Ihren Besuch? Mission. Eine rechtliche Angelegenheit, in deren Zusammenhang ich Herrn Sergei Borodin, den Direktor des Industriekomplexes Komkolzgrad, nordwestlich von hier, kennengelernt habe. Ich erinnere mich an diese Fabrik, ein finsterer Ort. Das waren Sie übrigens alle. Frau Romanski, dieser Herr Borodin ist einer Ihrer größten Bewunderer. Sein größter Traum ist es, Sie noch einmal bei sich singen zu hören. Singen? Aber mein liebes Kind, ich singe schon seit langem nicht mehr. Mit der Stimme ist es wie mit dem Rest. Mit der Zeit verblüht sie. Sie übertreiben. Ich bin davon überzeugt, dass Sie noch heute eine wunderbare Stimme haben. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber senil bin ich noch nicht. Ich finde mich mit der Realität ab. Nein, es ist für mich ausgeschlossen, noch einmal zu singen. Hilfe. Frau Romanski, glauben Sie mir bitte, dass ich Sie niemals hier gestört hätte, wenn ich nicht wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen wäre. Ich verstehe, mein liebes Kind. Aber meine Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr zu singen. Es tut mir sehr leid. Hans? Es ist zu komisch. Aber ich habe das Gefühl, Hans Vorarlberg muss einmal hier gewesen sein. Sie kennen Hans Vorarlberg? Nein, nicht direkt. Er ist die Person, nach der ich im Rahmen dieser Erbschaftsgeschichte suche. Aber je mehr ich seine Spur verfolge und seine Vergangenheit aufrolle, umso vertrauter wird er mir. Sie haben ihn gekannt, nicht wahr? Ob ich Hans Vorwerk gekannt habe? Hören Sie, James. Ob wir Hans gekannt haben? Meinen Hans. Oh mein Gott, was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Eine erstaunliche Frage in der Tat. Höchst erstaunlich. Das weiß ich leider auch nicht. Hans Vorarlberg zu finden, ist das Ziel meiner Mission. Daher muss ich auch unbedingt meinen Zug, der in Komkolzgrad festsitzt, wieder fahrtüchtig machen. Ist es Ihnen ohne diesen Zug denn nicht möglich, ihn zu finden? Sie müssen verstehen, diese Lokomotive ist eine seiner letzten Erfindungen, ebenso wie Oskar, der Pilotautomat. Ich bin davon überzeugt, dass beide mich zu ihm führen werden. Hören Sie das, James? Oh, wie lange schon hoffe ich, diesen Moment erleben zu dürfen. Wenn ich nur singen könnte. Oh, wenn ich jetzt in Paris wäre. Ich würde den guten alten George bitten, mir seinen Wundercocktail zu mixen. Nicht wahr, James? Sie haben mir diese Geschichte schon oft erzählt, gnädige Frau. Ohne dieses legendäre Getränk hätten Sie Ihre Frankreich-Tournee vermutlich absagen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte.
Es war Dezember. Ein schreckliches, feuchtkaltes Wetter. Ich sollte an diesem Abend in der Pariser Oper die Tatjana singen. Bereits am Morgen versagten jedoch meine Stimmbänder. Ich wäre fast verrückt geworden. Kein einziges Medikament wirkte. Ich weiß nicht wie, aber George, der Barman des Hotels Murray's, hatte von meinem Unglück erfahren und ließ mir einen speziell von ihm gemixten Cocktail bringen. Ein merkwürdiges Getränk. Doch es wirkte Wunder. In kürzester Zeit war meine Stimme wieder da. Fantastisch! Damit haben wir die Lösung. Wir werden Ihnen diesen Cocktail zubereiten. Mein liebes Kind, ich fürchte, das wird unmöglich sein. George hat mir nie das Rezept verraten. Dazu genoss er es viel zu sehr, sich durch dieses Geheimnis unentbehrlich zu machen. Dieser George wird es mir verraten. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich will. Okay, das heißt, wir müssen einen George finden. Doch das Ganze werden wir natürlich in der nächsten Folge erst tun. Bis dann. Ciao, ciao.